zum Ende dieses Videos haben wir eine kleine Info für euch. Ihr könnt auch vorspulen, dann braucht ihr euch die Doku nicht angucken. Ist ja dein Kanal, nicht meiner. Ja. Spult ruhig vor, alles disliken, alles disliken. Ist das so in Ordnung? Ja. Hast du mich überhaupt richtig angeguckt? Ja, so ist es in Ordnung. Okay. Ist das so okay? Es geht nicht einmal vernünftig, es geht nicht. So, fangen wir jetzt mal von vorne an. Ja, fangen an. So, Ladies and Gentlemen, wie versprochen, der Keks glaublich. Applaus kommt später, ne? So, jetzt haben wir den endlich mal im Studio. Wir haben ein richtiges geiles Projekt, was wir euch nachher mal so ein bisschen zeigen wollen. So eine kleine Doku. Inklusive kleine Studio-Room-Tour. Klein, wir sind ja nur, wir arbeiten ja in der Telefonzelle. Also von daher, ist ja scheißegal, wo wir arbeiten. Hauptsache, die Qualität stimmt. Richtig, genau das ist es. Ja, und wir mögen das ein bisschen familiär. Ich habe gesagt, ja, du kannst dich hier so fühlen wie zu Hause. Was macht er? Gerade in der Tür rein, gleich auf der Couch, Decke, Fernseher an. So wie sich das gehört, so, ne? So wie sich das gehört, auf ganz jeden genau. Fall. Erstmal abchillen, bevor man arbeitet. Man soll sich auf der Arbeit ja auch wohlfühlen. Genau, aber Leute, ohne Scheiß, wir zeigen euch was richtiges Geiles heute. Genau. Auf jeden Fall erstmal mit diesen schönen Reiko. Ich werde dann auch noch ein paar Aufnahmen machen, das werden wir dann alles ein bisschen zusammenschneiden, ne? Genau. Und er schneidet, ich bin unschuldig. Genau. Der da sitzt, ist Chef und wenn wir gleich tauschen, bin ich Chef. Ja, so ist das hier bei uns. Immer wer auf dem Chefsessel sitzt, der ist Chef. Genau. Darum sitze ich meistens ja auch hier. Korrekt. Aber wenn Reiko da ist, also Keks, dann sitzt er hier und ich sitze nur da. Ich kriege immer Feuer. Ich bin herzkrank und sensibel. Ja, Freunde, und dann noch was Geiles für die ganzen Leute, die jetzt Webradios machen und halt! So. Was? Das kommt zum Schluss. Okay. Lasst euch überraschen, wir haben eine Überraschung für euch. Beziehungsweise einige wissen es vielleicht schon. Falls nicht, bleibt dran. Wir zeigen euch jetzt erstmal, was wir machen. Und zum Ende dieses Videos haben wir eine kleine Info für euch. Ihr könnt auch vorspulen, dann braucht ihr euch die Doku nicht angucken. Ist ja dein Kanal, nicht meiner. Ja. Spult ruhig vor, alles disliken, alles disliken. Was er macht, ist ja, ja, mach dislike. Ja, mach dislike, genau. So gut, Leute, wir sehen uns gleich wieder, okay? Bis dann, ciao, bis später, salavi, adios, have a good day. Also hallo, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, aber wir nehmen heute, nehmen wir den Joker auf. Ich sehe zwar nicht so aus, ich bin auch eigentlich gar nicht so. Aber zwischendurch habe ich da Lust zu. Und der Typ, der hier sitzt, stell dich doch mal hin und guck auch mal. Ey, ich bin viel zu klein. Hallo. Haben versucht, aber das hat nicht funktioniert. Sicher, sicher. Corona. Dann klingt die Stimme etwas feuchter. Können wir? Auf die Plätze, fertig. Ich glaube, ich muss noch mal pinkeln. Hallo, hier ist der Joker. Hahaha. Hallo, hier ist der Joker. Ich bin hier für den spaßigen Part zuständig. Ihr müsst aufpassen, dass euch Black Widow nicht über den Weg läuft. Da sie in den Gräben überall Wasser laufen lassen hat. Wenn ihr aber aufpasst, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ja, liebe Leute, das ist so die Arbeit hier bei DCW. Ne, beste Grüße gehen raus nach Holland. Magst du ein bisschen leiser machen? Ich bin doch recht laut. Komm, ja, so ist gut, so ist gut. Ja, hier hat man eine Menge Spaß. Ein nettes, lustiges, sagen wir mal eine lustige Stadt. Mit vielen Attraktionen und Abenteuern. Spider-Man, Hulk, Black Widow, Batman und ich, der Joker und viele mehr sind auch hier. Hey, Sie da! Schauen Sie doch mal hier rein! Das hier ist echt nicht gemein! Haben Sie Spaß! Denn die Kinder geben hier schon richtig Gas! Okay.
So Leute, das war ein Tag bei DCW und wir hoffen, es hat euch gefallen. Hat mir nicht vorher noch gesagt, wir haben noch was? Ja, richtig, wir haben nämlich genau, noch ein Weihnachtsspecial. Genau, wir haben ein Weihnachtsspecial. Ja, wir haben ein richtiges geiles Mischpult. Und du hast das auch, ne? Du hast das ich auch betrieben, ne? Ich hab's auch, es ist Bombe, ohne Scheiß. Ich zeig's euch einfach mal. Ich heb's mal hoch. Pass auf, hebt ihr keinen Bruch. Das ist das Behringer Xenix. Bisschen höher wegen den schwarzen Balken. Jetzt sieht man sein Gesicht nicht mehr. Das ist das Behringer Xenix X1222 USB, welches Sie hier auf dem YouTube-Kanal von DCW erwerben können. Beziehungsweise, ihr könnt es gewinnen. Ihr könnt es tatsächlich gewinnen. Jörg wird, man fühlt sich damit wie ein richtiger DJ, Jörg wird unten nochmal den Videolink einblenden. Ne? Also da unten. Und guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Und da könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Dieses könnt ihr gewinnen. Wir haben es überprüft, es funktioniert. Es ist kein Mist. Es ist frisch geputzt. So eine Dusche ist halt doch schon echt nicht schlecht. Natürlich nicht in die Dusche. Wir haben die Toilette benutzt. Und ja, also nee, es ist wirklich super. Es ist ein Digitalmischer, den ihr über USB anschließen könnt. Und hat auch eingebaute Phantomspeisung. Also falls ihr ein Großmembranmikrofon haben solltet oder euch ein bisschen weiterentwickeln wollt. Für Webradios zum Beispiel ist es wirklich ideal. Für kleine Home-Recording-Studios ist es ideal. Kugina, er hat es auch. Er hat es auch, genau. Und benutzt das für seine Bassgitarre und benutzt das auch, wenn er mal nicht Zeit oder wenig Zeit hat. Genau. Und ihr nicht ins Studio kommt, dann macht das schnell zu Hause mit dem Ding. Und genau. Wir haben da keine Probleme mit. Also ich bin sehr zufrieden, ja. Und es funktioniert alles super tadellos. Deswegen klickt auf die Artikelbeschreibung, guckt euch an, was ihr machen müsst und gewinnt dieses Behringer. So, wir wünschen euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Ja. Lasst euch nicht ärgern. Ach ja, übrigens, der Versand ist auch kostenlos bei dem Bild. Ja, genau. Ne? Die Rechnung kommt später. Genau. So, liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Hui. Ich geh kacken. Wieso gehst du jetzt echt kacken? Ey, hast du schon auf Aufnahme? Oh. Oh. Mach doch mal das Mikrofon auf! Wenn wir irgendwas machen, hier kommt nur Müll raus. Oh, Kacke, Scheiße. Na, brennt die Rosette oder was? Oh. Okay, jetzt aber. Gut.